Oh, hi zusammen, herzlich willkommen hier bei mir im Kanal 83MeToo. In diesem Video möchte ich euch meine neue Bestellung vom Hersteller SKS vorstellen. Habe ich mir bestellt hier einmal Slide Cage, wird das genannt. Ist ein Flaschenhalter mit einer speziellen Thermoflasche, was ich sehr geil finde. Die hält nämlich das Wasser, man sieht das auch, hier ist so ein richtig dicker Schaumstoff und so ein Zeug drin. Ist aber trotzdem aus Kunststoff im äußeren Bereich. Gutes Mundstück zum Trinken. Und die hält das Wasser nämlich oder überhaupt die Flüssigkeit hier drin deutlich länger kühl. Und das ist natürlich bei längeren Ausfahrten besonders sehr geil. Und ich weiß gar nicht, was hat die für ein Fassungsvermögen? Ich schätze mal ein halber, wenn nicht sogar ein Liter, der hier reinpasst. Dum-dum-dum. Irgendwo sollte es draufstehen, würde ich behaupten. Finde ich jetzt nicht. Ich meine, ich habe im Kopf, dass hier irgendwas so 700 Milliliter, 1 Liter reinkommen. Ich weiß es nicht genau. Ist auf jeden Fall ziemlich groß, wenn ihr hier reinschaut, ne? Also da passt ordentlich was rein und wirklich top isoliert. Das ist halt super. Also sieht man auch an den Rezensionen bei Amazon, dass sie wirklich gut ist. Ja, passend dazu halt den Halter. Genau. Dann habe ich mir noch so eine Dreieckstasche geholt. Die hat man früher in den 90ern, wie ich finde, eigentlich häufig gesehen. Ich finde die aber ziemlich geil, weil hier doch viel reinpasst und sie nimmt halt keinen Platz am Fahrrad weg. Ja, also das ist schon richtig cool, was hier alles reinpasst. Wirklich sehr geil. Und dann noch zuletzt, damit ich auch sicher unterwegs bin, habe ich mir noch das Werkzeugset bestellt. Damit fangen wir mal an. Das gucken wir uns jetzt direkt als erstes mal an. So, zack, hier ist auch wieder schöne kleine Tasche dabei, wie man das von SKS aus meinem anderen Video auch kennt. Und so sieht diese Toolbox aus. So nennt sich das Teil oder Toolbox Travel, damit man sie halt immer dabei hat von der Größe. Ja, jetzt muss man mal gucken, wie das genau funktioniert. Da musste ich erstmal nachgucken auf dem Stand, aber auf der Rückseite steht es auch drauf. Einfach auseinanderziehen. Zack, so. Und dann habt ihr hier die einzelnen Werkzeuge. Und hier ist wirklich so ziemlich alles vorhanden. Zack, hier so ein Teil. Da weiß ich ehrlich gesagt nicht, wofür es ist. Das könnt ihr mir eher sagen. Dann haben wir hier Stern, also Torx, Inbus, dieses komische ominöse Gerät. Vielleicht ist das. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Dann noch einen größeren Inbus. Boah. So. Ein bisschen starr. So, größerer Inbus, Kreuz, Schlitz, kleiner Inbus, noch kleinerer Inbus. Also hier sind wir auf jeden Fall für Fahrrad schon mal richtig auf der sicheren Seite. Werdet ihr auch gleich sehen, wenn wir hier, habe ich nämlich dran, zwei Flaschenhalter und den werden wir austauschen. Ich brauche dann nur noch einen für diese eine Flasche. Ich fahre sowieso nur noch mit einer Flasche rum. So, und dementsprechend, zack, das war der erste Teil. Gucken wir uns auch noch den Rest hier an. Hier, und ich meine, hiermit hat man die Möglichkeit, also klar, hier erstmal, um Muttern zu lösen, haben wir auch noch die Möglichkeit, genau, das hier ist der Ketten, ja, wie nennt man das, Kettenentspanner oder wie auch immer, auf jeden Fall, um die Kettenglieder zu lösen. Das ist natürlich auch gut, wenn die Kette mal unterwegs reißt, ein Element kaputt oder ähnliches, können wir die dann wieder zusammensetzen. Also es ist auf jeden Fall ein brauchbares Ding, kostet auch nicht viel Kohle, zack, und so, passt wunderbar hier mit in die Tasche rein, zack. Gar kein Problem. Ja, wirklich ganz cool. Kommen wir nun zum nächsten Teil. Fangen wir doch direkt mal an und nutzen das Werkzeug und demontieren hier den Flaschenhalter und montieren dementsprechend den anderen. Ja, standardmäßig befestigt sind hier meine, sind von Specialized meine zwei Flaschenhalter mit einem Inbus. Also wählen wir hier die richtige Größe aus. Das ist ein bisschen eng, klar. Müssen wir jetzt hier mal reinfummeln. Oh, der war schon ziemlich locker auf der Seite. Und wie ihr sehen könnt, kommen wir hiermit ideal voran und können hier die Schraube lösen. So, den Rest kriege ich auch per Finger los. So, das war die erste. Zack, die haben wir rausgenommen. Und jetzt sehen wir hier auch noch die obere raus. Auch so lose. Gut, die Dinger habe ich vor 5, 6, 7 Jahren irgendwann mal montiert. So, den Rest können wir dann hier mit den Fingern machen, denke ich. Genau. So, dann haben wir den montiert. Und weil das relativ langweilig ist, den anderen demontiere ich auch und dann geht's weiter.
zweiten Halter ganz unspektakulär ebenfalls demontiert. Jetzt können wir hier den neuen montieren. Schrauben werden natürlich dabei geliefert, ist auch ein Normgewinde. Von daher passt das, da braucht man sich keine Sorgen zu machen. Versuchen wir es mal mit den Fingern so ein bisschen anzudrehen. Das hilft, da kommt man schlecht dran. Dementsprechend nehmen wir jetzt, ist allerdings ein kleinerer Inbus hier bei mir. Nehmen wir jetzt hier den Inbus. Ah, und durch dieses Design von dem Teil kommt man natürlich hier mit dem Werkzeug schwer dran. Ist aber trotzdem machbar, muss man so ein bisschen paar Mal umgreifen, sage ich mal. Na? Ja, da hätte man bei der Entwicklung hier von diesem Teil vielleicht noch ein bisschen was anderes machen können, damit man hier doch besser dran kommt. Das gestaltet sich gerade doch ein bisschen schwieriger. So, jetzt haben wir es auf jeden Fall, whoops, schon mal angedreht, da ist die Schraube flöten gegangen. Egal, versuchen wir das mal genau. Guck mal, jetzt habe ich das so ein bisschen seitlich weggedreht und jetzt können wir auf jeden Fall schon mal die erste obere Schraube fixieren und dann die untere komme ich dann auch noch dran. So, dann mache ich jetzt die untere auch noch fest und dann geht's weiter. So, wie ihr sehen könnt, ist das Teil erfolgreich montiert. Das ist auch wirklich sehr leicht, das ist schön. Jetzt haben wir hier die Flasche und hier möchte ich auch noch zeigen, zack, hierüber verschließt man dieses Mundstück und öffnet es, beziehungsweise kann man dann im Mund halten und dann zack mit den Zähnen hier so hin und her bewegen. Das geht ganz easy. Ja, und dementsprechend, weil das passend dafür ist und das sieht doch sehr geil aus, wie ich finde, das gefällt mir auf jeden Fall gut. Und dann haben wir jetzt hierzu noch die Tasche. Wir haben zwei Möglichkeiten. Wir können ja einmal so montieren oder wir machen das in dem Hochkantbereich. Finde ich, sieht ganz gut aus. Würde ich jetzt mal sagen, können wir mal ausprobieren. Und hier aufpassen, dass ihr natürlich unterhalb, ja, ist gar nicht im Bild, genau, dass ihr unterhalb der Bremsleitung bzw. auch Schaltleitung lauft. So, machen wir nochmal halb fest. Genau, das ist nämlich hier die Bremsleitung für die Hinterradbremse. Die darf natürlich jetzt nicht beeinträchtigt werden. Also dementsprechend hier das Flat drunter montieren. So. Und dann noch dieses Teil hier unten auch befestigen. So, ein bisschen ausrichten, das Ganze schön festzurren. Und hier oben auch nochmal. So. Okay, und dann sieht das schon ganz gut aus. Hier müssen wir aufpassen mit der Leitung, ob das alles so funktioniert, weil die ein bisschen jetzt gedrückt wird oder hier drauf aufliegt. Da müssen wir aufpassen. Ansonsten würde ich sagen, ich montiere das jetzt nochmal anders. Vielleicht geht es dann wirklich doch nur in der einen Richtung, sprich so. Ja, ich glaube, das war mein Fehler. Also die soll man wirklich so montieren, genau. Jetzt kommen wir nämlich hier nicht dran. Klar, der Klett liegt jetzt hier so ein bisschen drüber, aber der liegt jetzt halt nicht an. Und dementsprechend wird die halt so montiert, ist halt okay. Das passt auch und sieht auch ziemlich cool aus. Also Platz genug hätten wir hier unten auch noch gehabt, um dementsprechend den zweiten Halter zu haben. Je nach Flaschengröße wäre es dann aber ein bisschen unkomfortabel gewesen. Und da ich sowieso keine Touren mehr fahre wie früher, als T-Mobile mich so ein bisschen gesponsert hat zu meiner Zeit. Und dementsprechend reicht das vollkommen aus. Ja, jetzt liegt die Leitung nämlich hier auch perfekt frei. Das ist super und haben wir eine super geile Tasche dran. Ja, also wie ich finde, wirklich ganz coole Sachen. Kann ich nämlich jetzt ideal hier auch zack das Werkzeug mitnehmen, reinpacken oder auch in die Satteltasche, wie mir beliebt, und hier ein Portemonnaie dabei haben und so weiter und so fort. Schön gekühlte Flüssigkeit, sei es Wasser oder irgendwas anderes. Ja, wirklich sehr coole Sachen und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal 83 MeToo, wenn ihr das noch nicht getan habt, und bis zum nächsten Mal. Ciao!